Ja, wir haben gerade gedankt. Ja, ich begrüße euch auch von meiner Seite nochmal, auch die ihr zu Hause vor euren Bildschirmen seid. Wir haben gerade gedankt, aber es hieß heute Morgen auch, dass wir beten sollen. Und ich möchte ein paar Anliegen einfach nennen, weil ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir dann nicht nachlassen, auch das zu beten. Ich möchte drei oder vier Gebetsanliegen nennen, die uns vorgetragen worden sind. Einmal die Familie Fitz. Sie bitten um Gebet. Janis ist in ein Kinderkrankenhaus gekommen. Er hat Übelkeit und Magenschmerzen, und es ist unklar, was es ist. Lasst uns für ihn beten. Es ist kein Corona, das wissen wir mittlerweile, das haben sie schon ausgeschlossen, aber es geht ihm nicht gut, und ja, die Eltern bitten, dass wir für Janis beten. Und die Mutter von Alex, sie ist 80, sie hat Corona. Bislang sind keine starken Symptome aufgetreten, aber auch da können wir für beten. Ja, und Simon Kolles Vater, er liegt beim Sterben, hat auch Corona. Und lasst uns da auch für ihn beten. Ich weiß nicht, wie sein geistlicher Zustand ist, aber ja, das wurde uns angetragen, dass wir dafür beten sollten. Und ja, wir haben schon wahrscheinlich mitbekommen, Jörgs Schwiegervater, Süsters Vater, ist gestorben in den letzten Tagen. Es ist auch relativ plötzlich gekommen. Ja, und lass uns dafür Trost in der Familie beten. Süster ist die einzige Gläubige in der Familie. Ja, dass Gott wirklich Trost schenkt und dass vielleicht eine Offenheit des Herzens ist, dass das Evangelium hineinkommen kann in dieser schweren Zeit, weil unser bester Trost ist in Jesus, in Gott. Und lass uns einfach dafür beten. Wenn zwei oder drei dafür beten würden, wäre es einfach schön. Und bitten dich, dass du sie segnest, Jesus, in dieser ganz schweren Zeit, dass du sie trägst, richtig, dass sie das richtig greifen kann, ja, im Namen. Ja. Danke. Ja, und Herr, wir bitten dich auch um Trost, da wo liebe Angehörigen gegangen sind, die in die Ewigkeit jetzt gekommen sind. Jesus, wir bitten dich gerade in
Jörgs Familie und in Süßers Familie, dass du ihnen Trost schenkst und besonders da, wo Leute dich nicht kennen, dass du wirkst, dass sie dich kennenlernen, dass sie das beste Geschenk bekommen, indem sie ja Trost bei dir finden und dich als Herrn und Retter kennenlernen. Wir bitten dich, wirke du in Süßers Familie. Danke, dass wir darum bitten dürfen. Und danke, dass wir jetzt bitten dürfen, dass du jetzt auch dann die Predigt segnest. Amen. Ja, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Wir sind in Sprüche Kapitel 18. Und es ist ein Thema, das mir nicht unbedingt sehr viel Freude macht, darüber zu sprechen. Es geht um Narren. Und wer spricht denn schon gerne über einen Narr? Das ist nicht unbedingt so ein schönes Thema. Aber es ist eben hier in Sprüche 18, aber nicht nur in Sprüche 18. Schon vorher haben wir davon gelesen und auch weiter werden wir davon lesen. Es ist ein Thema, das anscheinend für den Heiligen Geist wichtig war, dass wir es so erfahren und immer wieder davon hören. Ja, und ja, wir folgen dem einfach. Und ich hoffe, dass Gott das Wort trotzdem gebraucht, um auch uns etwas Wichtiges mitzuteilen. Aber bevor ich jetzt in Sprüche 18 anfange, möchte ich zunächst einmal aus Lukas 12 einige Verse lesen. Und zwar die Definition. Wer ist eigentlich ein Narr? Wir haben so immer unsere Vorstellungen. Wir denken dies und jenes. Aber was sagt die Bibel? Wer ist denn eigentlich ein Narr? Und hier wird uns eine Geschichte vorgeführt. Der Ursprung ist der, dass da jemand zu Jesus kommt und sagt, wir haben Probleme mit unserer Erbschaftsangelegenheit. Sage doch meinem Bruder, dass er das richtig ordnen soll. Und Jesus sagt, wer hat mich denn zum Erbverwalter eingesetzt? Und dann bringt er dieses Gleichnis, Vers 16 aus Lukas 12. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und ich will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wer ist ein Narr? Ist es jemand, der geistig behindert ist, jemand, der nicht sehr clever ist? Nein, so kommt dieser Kornbauer nicht rüber. Ist es jemand, der keinen Abschluss in der Schule machen konnte? Ich weiß nicht, ob es damals schon Schulen gab, aber ich denke mal, auch in die Kategorie fällt dieser Kornbauer nicht. Ist es jemand, der drogenabhängig oder irgendwie anders abhängig ist? Davon lesen wir auch nichts. Wir lesen hier von einem Bauer. Jemanden, der sein Land bestellt hat. Und dieser Mensch scheint sogar besonders schlau zu sein. Er denkt nach. Er macht sich Gedanken.
Er hat diese Fähigkeit, solche Gedanken zu haben. Er macht Pläne. Heute würden wir sagen, er hat einen Businessplan. Er weiß ganz genau, was er machen will. Er hat eine schlaue Idee. Wahrscheinlich würden heute Marktforscher, Marktweisen sagen, dieser Mann macht alles richtig. Was er macht, ist eigentlich schlau. Er weiß, dass er eine gute Ernte hat. Er schafft sich Raum, damit er alles sammeln kann. Marktwirtschaftlich ist das genau das Richtige, was dieser Mann macht. Er macht eigentlich gar nichts falsch. Und er macht das, was uns heute Wissenschaftler von Harvard und Yale raten würden. Er ist total auf dem richtigen Weg, würden diese Menschen uns sagen. Aber dann lesen wir, was Gott darüber denkt, wie Gott diesen Menschen beurteilt. Jesus gebraucht dieses Beispiel, um klarzustellen, wie es richtig bei Gott ist. Und wir merken, wenn wir diese Stelle hier lesen, diesem Mann geht es immer nur um das Ich. Ich habe eine gute Ernte. Was soll ich machen? Ich reiße meine alten Mauern runter, meine Scheunen runter. Ich baue alles neu. Ich sage zu mir selbst, jetzt hast du Ruhe. Jetzt kannst du ein gutes Leben führen. Es geht um ihn selbst. Es ist sehr viel Ich in dieser Geschichte. Und ich denke, dass Jesus extra das so formuliert hat, damit es deutlich rüberkommt. Dieser Mensch denkt an sich. Vollkommen richtig im Kapitalismus. Man denkt an sich selbst zuerst. Er denkt an sich. Er wird für sich gut sorgen. Er denkt nur an das Diesseits. Er denkt, was kann ich jetzt machen für mein Leben? Wie kann ich für mein Leben gut vorsorgen, damit es mir gut geht? Es geht um das Diesseits. Es geht wenig um das Jenseits. Oft vergessen Menschen, dass es ein Jenseits gibt. Oft vergessen Menschen, dass wir sterben müssen. Wir denken so viel an das Jetzt, aber oft wenig an die Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist ein bisschen länger als mein Leben hier in dieser Zeit. Dieser Mensch hat daran nicht gedacht. Und im letzten Vers, da sagt Jesus so deutlich, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Dieser Mensch hat anscheinend nicht viel über Gott nachgedacht. Gott war nicht seine Priorität. Es war ihm nicht so sehr wichtig, wie Gott darüber denkt. Es war ihm auch nicht so sehr wichtig, wie es den anderen geht. Es ging ihm um sich selbst. Und Jesus sagt, du nach zu diesem Menschen. Ein schlauer Mensch, jemand, der aus den Gesichtspunkten dieser Welt alles richtig macht. Doch Gott nennt ihn nah, weil Gott nicht seine Priorität ist, weil er nicht für Gott lebt. Die Definition von nah ist nicht Schlauheit oder keine Schlauheit, sondern wie stehe ich zu Gott? Welche Bedeutung hat Gott für mein Leben? Und jetzt gehen wir nach Sprüche 18. Als ich diesen Vers zum ersten Mal gelesen habe, da dachte ich, was will dieser Vers mir sagen? Und zwar habe ich es in der Elberfelder Bibel gelesen. Wer sich absondert, sucht sein Begehren. Gegen alle Umsicht platzt er los. Ich dachte, was ist denn eigentlich das, was
hier mir gesagt werden will. Und zum Glück gibt es noch andere Bibelübersetzungen. Zum Glück kann man sich bei uns im Deutschen Reich an verschiedenen Übersetzungen orientieren. Und bin dann zu Luther gekommen, aber nicht nur bei Luther, auch bei den anderen. Heißt es, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und widersetzt sich allem, was gut ist. Eins. Sprüche 18, Vers 1. Im Urtext ist dieser Vers nicht einfach, der ist nicht einfach zu übersetzen. Aber ich denke mal, dass Luther und viele andere es durchaus gut wiedergeben. Es geht um das Absondern, sich absondern, sich zurückziehen. Irgendwie scheint mir dieser Gedanke sehr gut in unsere Zeit zu passen. Uns geht es sehr viel um Individualismus. Es geht immer wieder, so wie bei diesem Kornbauer, es geht um mich. Menschen ziehen sich in unserer Zeit mehr und mehr zurück in den Individualismus. Früher hat man draußen Fußball gespielt, haben die Kinder das gemacht. Früher hat man miteinander Sport getrieben. Heute gibt es Computerspiele. Und ich habe von Leuten gehört, die tatsächlich ganze Nächte vor dem Computer durchgespielt haben. Es geht um mein Spiel im Computer. Ich muss das Ding jetzt zum nächsten Level schaffen. Und da ist mir Zeit egal. Und da sind mir auch meine Freunde egal. Ich muss das schaffen. Ich will dieses Spiel zu Ende führen. Ich muss das neueste Spiel haben. Nichts gegen Computerspiele, nichts gegen Computer. Nur es scheint mir eine Verrückung zu geben, dass in unserer Zeit vieles mehr auf Individualismus getrimmt wird. Die Gesellschaft führt dahin. Wie viel Zeit verbringen Menschen vor dem Fernsehen? Und ich muss auch mir das selber sagen, wie viel Zeit verbringe ich vor der Flimmerkiste? Anstatt mit anderen Menschen etwas zu machen, anstatt Gemeinschaft zu suchen, irgendwas mit anderen zu unternehmen, macht doch viel mehr Spaß eigentlich. Kinder werden schon ziemlich jung vor die Glotze gesetzt und damit sie ruhig gestellt werden, wird irgendwie ein Kinderprogramm eingeschaltet. Ja, und die Kinder sind dann sich selbst überlassen. Da spielen die Kinder nicht miteinander, sondern die sitzen und schauen sich das an, was dort kommt. Und oft auch viel Dreck, das im Fernsehen gezeigt wird. Vieles, was Kinder letztlich verdirbt. Ich weiß nicht, ob ihr bemerkt habt, wie viele Menschen so durch die Stadt laufen. Wie viele Menschen so über die Straßen gehen. Ich habe sogar einen mal gesehen, der ist auf dem Fahrrad gefahren, hat das Ding so vor den Augen, fährt freihändig, weil er die andere Hand ja auch brauchen muss, und fährt über die Straße. Und ich denke, Mann, wenn da einer ein bisschen ihn vielleicht übersieht, es gibt keine Chance, dass er was machen kann. Er kann nicht schnell bremsen, er muss erstmal die Bremse finden. Man läuft so durch die Gegend. Leute in Gruppen laufen so durch die Gegend, jeder mit seinem eigenen Ding. Wir sind Freunde eigentlich, aber jeder ist dabei. Man ist so auf sich selbst gestellt. Man redet nicht mehr viel miteinander. Sigi hat einmal, es ist schon ein bisschen mehr Zeit, erzählt, dass da Leute, die waren im Café und da waren zwei Leute, die saßen sich gegenüber. Damals waren noch nicht die Smartphones, da gab es die Handys schon. Und die
sprachen beide da rein. Und das war irgendwie komisch. Und dann ist sie anschließend dahin gegangen zu denen und hat gefragt, sag mal, telefoniert ihr jetzt miteinander? Sagt, ja, das machen wir immer so. Und da fragt man sich, was ist das für eine Welt? Man macht nur noch digital Sachen. Nichts gegen Handys, die sind nützlich. Es gibt so viele Sachen, die wir damit machen können. Aber irgendwo müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwo hindriften, dass wir nur noch irgendwie mit uns beschäftigt sind. Die anderen, die sind nicht mehr da für uns. Sich absondern. Das ist ein Kennzeichen dieser Welt. Ja, und jetzt Corona. Ja, es ist Homeoffice-Zeit. Man ist nicht mehr in einer Firma zusammen, wo man dann zusammenarbeitet, miteinander auch mal spricht, Sachen bespricht. Man ist zu Hause in seinem Büro und sieht kaum noch jemanden draußen. Es ist das Gebot der Zeit, ja. Das kann man jetzt nicht so einfach ändern. Aber das Homeoffice, das macht was mit uns Menschen. Oder dieses Gebot, dass wir Kontakte meiden sollen, ist eine Art Absonderung. Ist jetzt nötig. Und ich verstehe sehr gut, wenn uns die Politiker sagen, dass wir uns zurückziehen sollen, jetzt besonders zurückziehen sollen vor Weihnachten, damit Weihnachten wenigstens ein bisschen mehr Freiheit ist und damit diskutiert, wie weit das gut ist. Das ist jetzt nicht unsere Diskussion. Aber absondern, sich absondern, ist eine Sache, die auch gerade durch Corona stark passiert. Wir laufen mit Masken herum. Wir sehen nur noch die Augen von den anderen. Ich bin so froh, dass wir hier ohne Masken sitzen können, dass wir uns ins Angesicht blicken können. Es ist doch schrecklich, dass man nicht mal sich so richtig anschauen kann. Und doch suchen Menschen Kontakt zueinander. Das Virus verbreitet sich deswegen, weil es anscheinend doch viele Kontakte miteinander gibt, wo das Virus sich verbreiten kann. Ich möchte hier nicht zu zivilen Ungehorsam aufrufen. Es ist das Gebot der Zeit, dass wir uns jetzt zurückziehen. Es ist sehr schade und ich hoffe, dass nach dieser Pandemie, ich hoffe, dass nicht einige, mit denen wir früher zusammen waren, hier auch im Gottesdienst zusammen waren, dass es da Leute nicht geben sollte, die auf einmal dann nicht mehr da sind. Vielleicht merken wir es auch gar nicht mehr, weil wir sie schon so lange nicht gesehen haben. Da müssen wir aufpassen, weil Gott hat uns nicht als Individualisten geschaffen. Gott hat uns zur Gemeinschaft geschaffen. Gott hat uns, die Menschen, als Mann und Frau geschaffen von Anfang an. Und er suchte Gemeinschaft. Und so sollten wir auch leben, in dem Bestreben der Gemeinschaft. Wir haben das wunderbare Mittel der Sprache. Ich weiß nicht, wie Tiere miteinander kommunizieren, die haben auch irgendwelche. Aber wir können miteinander reden. Wir können unsere Gedanken austauschen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir das tun können. Es hätte keinen Sinn, das alles dem Menschen zu geben, wenn er nur für sich selber sein sollte. Gott hat den Menschen zur Kommunikation geschaffen. Wir brauchen einander. Und wir als Gemeinde, wir brauchen einander. Wir heißen Koinonia. Koinonia ist griechisch für Versammlung, für Gemeinschaft. Gemeinschaft ist so wichtig. Und lasst uns die Gemeinschaft immer wieder suchen, im Rahmen des Möglichen, immer wieder zueinander suchen. Und vielleicht auch durch Handy mal miteinander zu sprechen, mit denen, die wir schon lange nicht gesehen haben. Lasst uns nicht so weit kommen lassen, dass
wir uns so weit absondern, dass wir keine Kontakte mehr zueinander haben. Der Teufel will das gerne machen. Er möchte, dass wir nur auf uns gestellt sind. Aber Gott hat uns zur Gemeinschaft geschaffen. Und lasst uns die Last des anderen tragen. Das lesen wir in Galater 6, Vers 2. Und es ist interessant, dass Gott selber die Gemeinschaft zu uns sucht. Gott möchte, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Im Gebet, ja, gleich am Anfang ist Gott zu den Menschen im Garten gegangen, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Heute dürfen wir Gemeinschaft mit Gott durch Gebet haben. Lasst uns diese Gemeinschaft pflegen. Und in Hebräer 10, Vers 24, da heißt es, und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Lasst uns aufeinander achten, nicht den anderen einfach tun und machen lassen, was er will. Gemeinschaft ist auch, aufeinander Acht zu haben, einander zum Guten zu ermutigen. Und dann heißt es weiter im Vers 25, und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen. Das war damals schon ein Problem, dass einige gerne sich zurückgezogen haben, sich abgesondert haben. Und der Schreiber an die Hebräer sagt, lass uns das nicht machen, lass uns die Versammlung nicht verlassen. Einige haben das schon angefangen, aber macht das bitte nicht, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wir haben schon am Anfang in der Einleitung gehört, Jesus kommt bald wieder. Lasst uns Gemeinschaft suchen, lasst uns einander ermutigen. Und das können wir nur in der Gemeinschaft. In der Absonderung sehen wir einander nicht. Ja, Gründe für Absonderung. In der Vergangenheit gab es verschiedene Bewegungen, die sich versuchten abzusondern. Zum Beispiel gab es diese Bewegung, wo man sich in Klöster zurückgezogen hat. Man wollte mit der Welt nicht so viel zu tun haben. Und ich sage jetzt nicht unbedingt, dass das alles falsch war. Das geht nicht darum. Aber der Gedanke, ich ziehe mich zurück, ich will mit den anderen nichts zu tun haben, ist nicht ganz der Gedanke Gottes. Wir sind in der Welt, wir sind nicht von der Welt, wir sind in der Welt. Und in der Welt sollen wir Zeugnis sein. In der Welt sollen wir den anderen ein Wohlgeruch sein zum Himmel hin. Das können wir nicht in der Absonderung. Wenn wir abgesondert sind, dann achten wir vielleicht auf uns selbst. Aber wir sollen die anderen mitnehmen. Jesus selber sagte, komm zu mir alle. Jesus will, dass alle zu ihm kommen. Er hat nicht gesagt, sondert euch ab von dieser Welt. Er sagt, seid Licht in der Welt. Leuchtet den anderen. Das war für Jesus ganz wichtig. Also Christen haben sich zum Teil abgesondert. Es gibt Absonderung, weil Menschen einige andere ausschließen. Das kann auch passieren, dass Menschen sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und die Person sondert sich mehr und mehr ab. Das sollte nie und nimmer der Gedanke der Gemeinde sein. Wie gesagt, Jesus sagt, kommt zu mir alle. Er hat ein offenes Herz. Er grenzt Leute nicht aus. Lasst uns als Gemeinde Leute nicht ausgrenzen. Vielleicht wegen der Sprache oder wegen irgendwelchen anderen Gründen, weil er vielleicht Dinge anders sagt und macht. Und es kann passieren, dass wir als Christen mit anderen nicht so viel Gemeinschaft haben und suchen, wie zu anderen Freunden, mit denen wir viel Verkehr haben. Lass uns einen Blick haben für die, die vielleicht irgendwie abseits stehen. Lasst uns Leute nicht abseits stehen lassen. Das ist für uns als Gemeinde wirklich sehr wichtig, dass wir es lernen, aufeinander zuzugehen, den anderen im Blick zu haben, so wie Gott
jeden im Blick hat. Aber es gibt halt diese Gründe, dass Leute sich absondern, weil sie ausgegrenzt werden. Nun, hier in diesem Vers ist es was ganz anderes. Hier geht es darum, dass sich hier jemand absondert. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet. Dieser Mensch, der sondert sich ab, weil er Lust dazu hat, man kann Lust zu guten Sachen haben. Lust ist nicht unbedingt immer negativ. Man kann Lust haben, Jesus zu folgen. Man kann Freude darin haben. Man kann Lust haben, das Wort Gottes zu lesen. Und das ist schön. Aber was hier beschrieben ist, ist eine andere Art von Lust. Er hat Begierden, er hat Gelüste. Und das Wort, das hier gebraucht wird, ist das gleiche Wort, was auch in 1. Mose 3, Vers 6 gebraucht wird. Und hier geht es um den Sündenfall. Und hier heißt es, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Hier, das Wort, das hier gebraucht wird, ist diese Art von Lust. Ich sehe etwas und ich will es haben. Ich grenze mich von anderen ab, weil ich Lust zu bestimmten Sachen habe. Und da sind mir die anderen egal. Ich habe Lust. Die Lust, die hier erwähnt wird, ist etwas, was aus dem Herzen kommt. Die innere Begierde eines gefallenen Herzens. Und das ist gewöhnlich böse. Der Mensch in dem gefallenen Status, seine Begierden sind böse. Auch Jesus sagt das. Na? Salomon spricht hier von einem Mann, der sich von der Gesellschaft isoliert hat. Er hat sich abgeschlossen. Einer, der nicht mit anderen Menschen interagiert. Ein Einzelgänger, ein Einsiedler, einer, der für sich bleibt und alle sozialen Kontakte meidet. Er hat kein Interesse an anderen Menschen. Er liebt das Leben als Einsiedler. Er liebt, für sich alleine zu sein. Er liebt das zu tun, was ihm Bock macht. Und er will auch gar nicht hören, was andere sagen oder was andere tun. Und wenn Leute sich so isolieren, wenn Leute sich so zurückziehen, dann werden sie irgendwie komisch. Habt ihr schon sowas gemerkt? Menschen werden komisch, wenn sie nur mit sich alleine beschäftigt sind. Und dieser Typ, von dem hier Salomo spricht, und anscheinend gab es so einige, weil er das so hier erwähnt, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet. Und dann heißt es weiter, und widersetzt sich allem, was gut ist. Eine andere Übersetzung, die neue evangelikale Übersetzung, die sagt, jede Einsicht wehrt er heftig ab. Oder Schlachter sagt, und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Hoffnung für alle sagt, er wehrt sich gegen alles, was ihn zur Einsicht bringen soll. Dieser Mensch hat sich zurückgezogen, weil er nicht möchte, dass ein anderer in sein Leben hineinredet. Er möchte nicht, dass jemand ihm etwas sagt. Er will nicht, dass jemand seine Gedanken korrigiert. Er hat sich festgesetzt. Dieser Mensch, er lässt sich nicht belehren. Er sagt, ich will nichts von anderen lernen. Ich ziehe mich lieber zurück, als dass andere mir etwas sagen, in mein Leben hineinreden. Und solche Gedanken können zu einer Radikalisierung führen. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt,
Leute, die irgendwie Waffen packen und dann in Schulen gehen und dort wahllos Leute umbringen, das sind meistens Menschen, die sich irgendwie zurückgezogen haben, die nur noch ihre eigenen Gedanken haben. Und dann fangen sie an zu handeln, was wirklich schlimm ist. Das kann dahin führen. Ich sage nicht, dass es muss. Es kann. Was können wir davon lernen, von diesem Vers? Salomo nennt diesen Menschen einen Narren. Auch wenn er es hier nicht explizit sagt, aber er spricht über die Narren in den nächsten Versen. Auf jeden Fall macht er deutlich, das ist nicht ein vernünftiger Weg zu leben. Es ist nicht gut, sagt Gott, dass der Mensch alleine sei. Der Mensch soll Gemeinschaft haben. Es gibt verschiedene, auch hier bei uns in der Gemeinde, die jetzt aus verschiedenen Gründen ledig sind oder alleine sind. Und das kann ein Geschenk Gottes sein. Aber auch für uns ist es wichtig, dass wir den anderen sehen. Dass wir dürfen nicht unser Leben nur für uns alleine gestalten. Wir sind ein Teil der Gemeinde. Wir sind ein Teil des Leibes Christi. Und es ist für uns ganz besonders wichtig, dass wir auch als Alleinstehende das erkennen und so leben. Wir brauchen Kontakte zueinander. Und lasst uns so miteinander agieren. Lasst uns so lieben, den Nächsten lieben. Ich will noch mal einen zweiten Vers machen. Ich merke, dass die Zeit wieder sehr vorangeschritten ist. Der zweite Vers, da heißt hier, ein Tor hat nicht Gefallen an Einsicht, sondern will kundtun, was in seinem Herzen steckt. Die neue evangelikale Übersetzung sagt, ein Dummkopf will die Sache nicht verstehen. Er will nur zeigen, was er meint. Kennt ihr solche Menschen, die selber nichts lernen wollen, so wie dieser Einsiedler, über den wir gerade gelesen haben, die nicht selber lesen, lernen wollen, aber auf jeden Fall zu allem ihren Senf mitteilen möchten. Immer wieder was von sich aus sagen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt, wenn man so auf der Straße ist und besonders wenn man so Street Church, wenn man da mit Leuten sprechen möchte, wie viele Menschen da so fest sind. Man kann die besten Argumente haben, die lassen sich da nicht irgendwie wegdrängen von ihrer Sicht. Viele Menschen, es gibt die nur ihre Ideologie weitergeben. Man redet mit ihnen und man denkt, es geht hier rein und dort wieder raus. Es bringt gar nichts. Man könnte sich auch genauso sparen, ihnen überhaupt ein Wort zu sagen. Die wollen einfach nicht lernen. Und hier heißt es, ein Tor hat nicht Gefallen an Einsicht. Ein Tor möchte nichts lernen. Ein Narr möchte nichts lernen. Aber es macht ihm nichts aus, das weiterzugeben. Und wir sehen dann solche Auswüchse in Demos. Ich habe jetzt nichts gegen Demos. Man kann demonstrieren, aber man sieht dann diese bestimmten Leute, die dann immer wieder Unruhe stiften. Und man kann ihnen erklären und ihnen sagen, es geht doch um diese und diese Sache. Die haben ihre Meinung und sie vertreten nur diese Meinung und wollen nichts anderes hören. Es ist so schade, wenn Menschen dicht machen, wenn Menschen von anderen nicht lernen wollen, wenn sie nur ihre eigene Sicht der Dinge haben und diese immer wieder vortragen. Ich habe irgendwo gelesen und er hat geschrieben, der Mensch hat zwei Ohren und einen Mund. Zwei Ohren, damit er
doppelt hört. Einen Mund, dass er sparsam spricht. Aber diese Leute, von denen hier die Rede ist, das sind Menschen, hat auch einer geschrieben, er hat einen geschlossenen Verstand und einen offenen Mund. Da geht nichts rein. Aber da kommt dauernd was raus. Wenn Sie doch selber mal zuhören würden, was Sie da für Schrott erzählen. Aber die wollen es nicht. Es ist ein Tor, heißt es hier. Er will nichts lernen. Er will nicht, dass andere ihm etwas beibringen. Wir müssen immer Lernende bleiben. Auch wir als Christen, wir müssen immer Lernende bleiben. Wir müssen aus dem Wort Gottes lernen. Wir müssen den Menschen zuhören. Wir müssen schauen, was für Argumente sie haben. Natürlich, meine letzte Instanz ist das Wort Gottes. Dahin muss ich immer wieder zurückkommen. Da muss ich forschen. Aber ich höre doch zu, was die anderen mir sagen. Ich mache mich doch nicht dicht. Ich möchte doch nicht einen Eindruck erwecken bei den anderen, dass was sie sagen, mir vollkommen egal ist. Auch wenn ich sage, für mich ist das Wort Gottes ausschlaggebend. Das ist die letzte Instanz für mich. Das ist die Offenbarung Gottes. Ja, und ich glaube, dass der Fisch Jona verschluckt hat. Das glaube ich. Auch wenn die Wissenschaft alle möglichen Argumente darbringt. Aber ich habe neuerdings eine Sendung gesehen und da sagten sie, ja, sie hätten jetzt Zeichen gefunden, dass Jona doch in Ninive gewesen wäre. Interessant. Und zwar, es ist auch interessant, dadurch, dass die IS ein Grab von Jona gesprengt hat. Die haben da was gesprengt und da haben sich Tunnels eröffnet nach unten in das alte Ninive. Und da haben sie gesehen, dass da Sachen sind, dass da ein König Buße getan hätte. Und das ist interessant, dass die Wissenschaft auf einmal erkennt, wo sie jahrelang Jona abgelehnt haben als ein Buch der Wahrheit, dass sie jetzt gemerkt haben, und da gibt es vielleicht doch was. Und vielleicht werden sie auch irgendwann sagen, oh ja, es hat auch so einen Fisch gegeben, der Jona verschlungen hat und nach 3 Tagen ausgespien hat. Ich glaube daran, es ist letzte Instanz, aber ich höre den anderen zu. Wir sollen niemals aufhören, den anderen zuzuhören. Wir sollen nie aufhören zu lernen, Lernende zu sein. Das hat einmal Steve Jobs so gut gesagt, hört nicht auf, Lernende zu sein. Das hat an der Uni gesagt. Und das ist auch durchaus wahr für uns Christen. Lasst uns immer Lernende sein. Und dann noch zuletzt möchte ich aus Jakobus 1, Vers 19 lesen. Und da heißt es, ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Lasst uns diese Gedanken merken, dass wir hören, dass wir zuerst auf Gott hören, dass wir auf sein Wort hören, dass wir den anderen zuhören, aber langsam zum Reden sind, dass wir nicht immer gleich unsere Meinung herauspreschen müssen. Wir können den anderen auch ausreden lassen. Aber dann können wir auch das sagen, was der Geist Gottes uns gibt zu sagen. Und vor allen Dingen das nicht im Zorn zu machen, langsam zum Zorn. Wir beten noch zum Schluss. Danke, lieber Herr Jesus, dass wir dein Wort haben. Und danke, dass wir auch selbst aus diesen Passagen, die über Narren sprechen, dass wir da vieles lernen dürfen. Und bitte hilf uns nicht, dass wir in diese Kategorie der Narren hineinkommen. Bitte bewahre uns davor. Bitte hilf uns, dass wir von dir lernen. Dass wir uns nicht absondern, aber zu dir hin versammeln. Und dass wir als Gemeinde nicht ausschließen, sondern inklusiv sind. Wir bitten dich, dass du uns Gnade schenkst. Und bitte schenke doch, dass wir ein Segen in unserer Welt sind, ein Segen in unserer Zeit. Danke, dass du uns dazu machen möchtest. Amen.